Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Ich muss mich auch noch ein bisschen an den Titel hier gewöhnen. Ich will immer Sport sagen. Aber schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sehe, der ein oder andere ist schon auf der virtuellen Tribüne. Paki, Kalle, Bluesbruder, Paintball, Express, Bronco, alle sind sie mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr. Ja, 2 Stunden werde ich mir heute nochmal gönnen, habe ich mir gedacht. Ich habe es auch bitter nötig. Und ja, der Stream hat noch gar nicht richtig angefangen und die Capture-Karte hat schon wieder sich aufgehangen. Das heißt, wir werden es jetzt einfach nochmal heute Abend mit der Kiste hier durchziehen. Ich schaue mal, was wir da machen können. Zumindest funktionieren die Neustarts und dann werde ich wohl hier morgen Nachmittag mal wieder ein bisschen umbauen müssen. Ich habe ja sonst nichts vor. Aber wir kriegen das tapfer wieder durch und ich werfe mal ganz kurz einen Blick in den Chat. Ich freue mich mega, dass der gute Paki die neuen Emotes auch wirklich kräftig einsetzt. Hat sich schon gelohnt. Ich freue mich, die Dinger im Chat zu sehen. Sehr, sehr schön. Bluesbruder verteilt hier wieder seine Halbwahrheiten, dass er Gran Turismo 7 für 19,95 gezahlt hat, was natürlich absoluter Quatsch ist. Mit einem 50-Euro-Gutschein, den man noch rumliegen hat. Ja, aber eine schöne Geschichte, die man erzählen kann und alle sind erstmal geschockt, ne? So, es geht schon wieder los. Bronco sagt gerade mit rund 400.000 einen Nissan R32 aufgemotzt. Holla die Waldfee. Der Herr von und zu. Was kostet die Welt? Bluesbruder sagt, er hat immer noch nicht den Multiplayer freigeschaltet. Das ist auch tatsächlich sehr interessant. Das finde ich auch sehr ungewöhnlich, dass man da so lange für braucht, dass einem das Spiel also regelrecht so lange nötigt, sich hier durchzukämpfen. Und Heinz, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinguckst. Grüßt euch. So, ja, dann würde ich doch mal sagen, solange die Capture Card hält, springen wir rein in Gran Turismo 7, werden uns auf jeden Fall weiterhin durch die Kampagne kämpfen. Ich denke mal, die nächsten 1-2 Tage werde ich da auf jeden Fall mit beschäftigt sein. Einmal natürlich an Gran Turismo 7 zu gewöhnen, aber auf der anderen Seite natürlich auch mir überhaupt mal wieder das Fahren anzugewöhnen. Deswegen legen wir mal die eleganten Handschuhe an und dann schauen wir mal, was die wunderschöne Stadt am Meer so zu bieten hat. King Bronco hat vorhin ein Scapes-Foto auf Twitter geteilt und einer der GT7-Entwickler hat es geliked. Holla die Waldfee. Da hast du aber gleich einen Screenshot von gemacht, oder? Ausgedruckt an die Wand gehängt. Krabum Edna, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinguckst. Ich freue mich sehr. Und Kalle, gefällt der Kaffeemodus so gut? Ich habe gerade überlegt, Kaffeemodus, was meint er denn? Ach so, ja klar. Den rote Faden, der quasi durch die Welt von GT7 führt. Ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Absolut. Gut, dann würde ich mal sagen. Long Speech, Short Sinn. Genauso würde das der Native Speaker sagen. Und wo geht's denn eigentlich weiter? Ich glaube, es geht rein in die Rennen. In die Weltstrecken. Irgendwas haben wir hier noch zu erledigen. Ach ja, genau. Wir haben doch beim letzten Mal die Meisterschaft freigeschaltet. Und zwar bestehen Meisterschaften aus 2 oder mehr Rennen. Die finale Platzierung wird anhand der insgesamt für ihre Leistung in jedem Rennen verdienten Punkte ermittelt. Und sie können ihr Auto während einer Meisterschaft nicht wechseln. Treffen sie ihre Wahl also sorgfältig vor Beginn. Und da ist mir in dem Moment gerade aufgefallen, dass ich mein Bluetooth-Headset noch gar nicht verbunden habe. Ein kleines spannendes Dongle, was ich mir hier besorgt habe. Interessanterweise hat nämlich der Fernseher hier keinen Audioausgang mehr. Zumindest keinen normalen, falls euch das interessiert. Also musste ich hier ein bisschen improvisieren und der Dongle hier hilft mir. Ja. Langweilige Geschichten am Feierabend. GPS-RTIC sagt gerade, die Kampagne dauert so verdammt lange. Erstmal hallo, schön, dass du reinguckst. Ich habe auch das Gefühl, aber gut, ich habe natürlich auch jetzt an der Oberfläche gekratzt. 3,5 Stunden bin ich jetzt erst durch. Der gute Joe ist gerade erst am Installieren. Dauert ein bisschen, sind ein paar Gigabyte. Und der gute Kalle hat sich die Geschichten vom Mini-Cooper-Macher angehört. Schön, Kalle ist nach wie vor voll begeistert, voll drin. Das freut mich richtig zu hören. Mega, mega cool.
So, jetzt schauen wir mal, ob wir was hören. Also, ihr hört auf jeden Fall was. Ich gehe davon aus, zumindest. Na, jetzt gerade im Moment glaube ich nichts. Aber wir klicken uns einfach mal weiter durch. Also, wir können das Autofahren nicht wechseln, beziehungsweise das Auto nicht. Wenn Sie in der Meisterschaftswertung hoch genug abschneiden, gewinnen Sie vielleicht sogar ein neues Auto. Wieder ein japanischer Kleinwagen vielleicht. Und wir haben hier unten die Meisterschaft, nämlich auf dem High Speed Ring Trackdale. 8 Fahrzeuge, Fahrzeugtyp Straßenwagen, empfohlene LP400. Dann gucken wir nochmal, was wir im Portfolio haben. Der ein oder andere ist ja dazugekommen. Oh ja, und der Tuning-Shop ist ja auch offen. Das heißt, wir können durchaus auch mal einen der schwächeren Boliden mal ein bisschen hochtunen. Aber vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt. Oh, L400, ne? Das ist aber wieder sehr eingeschränkt. Ich glaube, ich gebe dem... Warum muss ich einfach mal ein Auto kaufen? Ich will mir irgendwie in der Leistungsklasse kein Auto kaufen. Irgendwie ist das doof. Ist egal, ich bin gerade ein bisschen zu geizig. Ich glaube, wir sind tatsächlich diesen furchtbar hässlichen Honda Fit Hybrid noch gar nicht gefahren. Aber wollen wir ihn mal nicht nach seinem Äußeren beurteilen, sondern geben wir ihm auf jeden Fall eine Chance. Kalle ist auch von Alsace, der Achterbahn in den französischen Hügeln begeistert. Hase, Marcel, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr reinguckt. Ich freue mich. Hallo, ihr drei. Schön, dass ihr da seid. So, die neue Variante vom Alsace bin ich bisher nur gefahren in der Musikrallye. Da ging das Spiel ja im Endeffekt los. Somit habe ich die Variante da auf jeden Fall schon mal gesehen. Bei guten Paintball lädt es auch noch runter. Da würde ich mal sagen, stürzen wir uns doch mal rein. Wie gesagt, alles ein bisschen zäh hier die ersten Tage, bis wir uns ein bisschen eingegroovt haben. Aber diese Mini-Meisterschaften und die Fahrschulmission, die helfen wirklich weiter. Vor allem, wenn man so lange nicht mehr am Steuer gesessen hat wie ich. Und dann können wir uns hier ein bisschen durchgrooven. Und wir starten einfach mal rein. Es hilft ja alles nichts. Joe ist total begeistert, dass man so viele verschiedene Fahrzeuge fahren kann. Ist doch toll, Joe. Wenigstens einer. Nein! Scherz beiseite. Und wir haben ja mittlerweile auch gesehen, also jetzt mal abgesehen von Beat the Beast, was mittlerweile den meisten von euch hoffentlich ein Begriff sein sollte. Mittlerweile ja auch in unseren Community-Meisterschaften, dass das Fahren in Endklassen durchaus Spaß machen kann. Da habe ich mich in den letzten Wochen vom GT Sport tatsächlich noch von überzeugen lassen. Von dem her bin ich da manchmal noch ein bisschen ketzerisch am Start, aber ich weiß schon, dass die Kisten Spaß machen, aber da sind aber auch Gurken dabei, wo ich mich manchmal schon frage, warum ich mich da an Steuer gesetzt habe. Aber schaut mal hier, mit welchem Schwung hier mit dem Honda hier durchgehen. Ich habe dem Honda Unrecht getan, es ist eine Kampfmaschine. Oh, ungünstige Ausdrucksweise in den aktuellen Tagen. Da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Dass vielleicht gewisse Begrifflichkeiten im Moment nicht so angebracht sind. Vielleicht auch generell nicht. Gute Gelegenheit, sich mal selbst zu hinterfragen. So, auf jeden Fall meine erste Runde auf dem High-Speed-Ring, Ladies and Gentlemen. Einem, wenn ich richtig informiert bin, Gran Turismo Klassiker, der hier in überarbeiteter Variante zurückgekehrt ist. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass GT Sport tatsächlich mein erstes Gran Turismo war. Aber es vielleicht auch genau diese Art von Gran Turismo gebraucht hat, um mich zu der Reihe hinzubringen. Und jetzt sitze ich hier in meinem ersten richtigen GT. Ich glaube, so können wir es auch sagen. Die Begeisterungswellen sind kaum noch zu messen. Ich muss sagen, es macht mir auch Spaß und es ist schön, sich hier ran zu grooven und ab und zu ist es dann zugegebenermaßen sogar mal recht angenehm, hier auch mal mit langsameren Boliden unterwegs zu sein. Alter Mann ist ja auch kein D-Zug. Und vor allem sich allgemein mal wieder an die Mechanik hier, Rennspiel-Rennsimulation heranzuarbeiten. Da fahren wir halt mal ein bisschen gemütlich mit unserem Honda Hybrid hier durch die virtuelle japanische Landschaft. Ist das Japan? Ich weiß es gar nicht. Der Highspeed Ring kann auch überall anders sein. Wir werden es vielleicht hier fahren. Asmodeus, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinguckst. Ich freue mich. Such dir ein gemütliches Plätzchen, aber du kennst dich ja gut aus hier. Entschuldigung.
Hanne schreibt gerade nochmal, dass GT7 auch mit Controller gut zu fahren ist. Da haben sie auch tatsächlich nochmal ordentlich dran rumgewerkelt. Also mal abgesehen davon, dass der PS5-Controller sowieso einsame Spitze ist. Also einsame Spitze ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin auch nach wie vor ein großer Fan des Xbox One bzw. Xbox Series Controllers. Insbesondere die Elite-Variante. Aber gerade hier auch mit den adaptiven Triggern ist das PS5-Gamepad schon ein Schmuckstück. Und nochmal, wie gesagt, ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Auch in unserer Community haben wir wirklich den einen oder anderen Piloten, der auch mit Gamepad extrem schnell unterwegs ist. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil plötzlich mein Spielsound wieder sehr leise geworden ist. Das ist oft ein Zeichen, dass der Bildschirm wieder ausfällt und es ist wieder eingefroren bei euch, ne? Es ist wieder eingefroren. Ja, okay, ich habe gesagt, wir ziehen es jetzt heute Abend nochmal durch, aber ich muss anscheinend doch mal die Capture Card wechseln. An was liegt das, Ladies and Gentlemen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich starte sie jetzt noch einmal neu und sollten wir das Problem jetzt nochmal in derselben Art und Weise haben, dann stöpsel ich um. Dann kommt die andere Capture Card ran und dann hat sich das Thema hier erledigt. Wie gesagt, jetzt im Moment in der Kampagne ist das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber es ist natürlich mega nervig, vor allem, wenn man natürlich mitten im Rennen ist, weil ich dann nur zur Info dann eben auch wieder entsprechend einen Black Screen bekomme. So, leider kann ich sie jetzt im Moment nicht mehr neu starten. Ich werde sie noch einmal vom Strom trennen und resetten. Dann kann ich euch aber zumindest mal ein bisschen mehr zeigen als einen schwarzen Bildschirm, ne? Und wie gesagt, das probieren wir jetzt noch einmal mit einem Hardware-Reset. Ansonsten holen wir die andere Capture-Card. Es ist ja nicht so, dass wir hier nicht genügend Müll in der Gegend rumfliegen hätten. Einmal vom Strom getrennt. Wir warten die sagenumwobenen 10 Sekunden. Und dann schauen wir mal weiter. Ist das die Zukunft? So, Joe muss mit dem PS4-Controller spielen. Ja, das ist natürlich dann noch ein bisschen anderes Feeling, aber lieber Joe, das kriegst du auch hin, so wie wir dich kennen. So, einmal den Strom wieder rein. Wir lassen ihn hier noch einmal resetten. Und da das so schnell passiert, kann das also auch nichts mit Überhitzung zu tun haben. Das Ding läuft jetzt hier gerade mal eine Viertelstunde. Dann stimmt irgendetwas mit der externen Capture Card nicht. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt, dass es der billigste Mist wäre, den ich hier rumstehen habe, ne? Aber gut. Manchmal ist es einfach so. So, wir probieren es nochmal neu. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und willkommen beim Technik-Livestream von Kotzender Eisbär TV. So, das Bild, also es funktioniert zumindest. Zumindest funktionieren diese Resets, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Komplett kaputt ist die Technik nicht, aber halt extrem unzuverlässig und ich kann mir einfach nicht erklären, woran es liegt, Ladies and Gentlemen. Kalle schlägt gerade vor, wir sollten uns mal zusammensetzen mit der Technik, alles neu überarbeiten. Reden wir von meiner Streaming-Technik, Kalle? Also eigentlich kenne ich mich da ganz gut aus, ne? Hat ja nichts damit zu tun. Es ist bloß einfach ein bisschen nervig. So, Bild läuft wieder. Marcel fragt, was ich gerade habe. Ich sitze gerade im Rig und ich habe hier beim Rig ein komplett eigenständiges Streaming-Setup. Aber eigentlich, also fast alles eigentlich, wie hier drüben am Kommentatorensitz. Aber ich habe hier drüben die HD60 S Plus, so heißt die, glaube ich, von Elgato. Und hier habe ich aber die 4K60 S Plus. Und die scheint irgendwie Probleme zu haben. Die hängt sich einfach auf. Und dann kriege ich einen Blackscreen auf dem Fernseher kurz. Das Signal zu OBS geht verloren. Ja, kann theoretisch auch wieder was mit den Kabeln sein. Was ist wieder? Alle sagen immer, hast du schon mal deine Kabel überprüft? Ich habe in meinem Leben noch nie ein kaputtes Kabel gehabt. Keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall stürzt die externe dann ab, das Bild friert ein, ich muss es dann neu starten, dann funktioniert es wieder. Es ist natürlich ein bisschen lästig, wenn man einen Livestream machen will. Aber vollkommen richtig, am Ende ist alles möglich. So. Paki fragt gerade, gibt es eigentlich mittlerweile ein Spiel mit Formel-E-Autos? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, diese komischen Red Bull-Kisten.
Also du meinst ja wahrscheinlich die offiziellen Formel-E-Fahrzeuge. Aber diese Red Bull-Kisten gibt es ja drei verschiedene Varianten hier. Ich weiß gar nicht, ob die in irgendeiner Form E sind, aber ich glaube nicht, ne? Naja, also wie gesagt, wir probieren es nochmal, wenn es jetzt nochmal abstürzt. Das haben wir vorhin im Stream auch schon dreimal gehabt. Dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich befürchte nur, ich habe keine Garantie mehr auf dem blöden Ding, weil es jetzt hier schon so lange rumsteht und nicht genutzt wurde. Aber egal. Ist ja nicht so, wie gesagt. Sonst tausche ich einmal die Capture Card auf und dann gucken wir mal, ob es daran liegt. Und wenn es dann immer noch passiert, dann wissen wir, es liegt an irgendeinem Kabel. Learning by doing. Ist das nicht wundervoll? Forza Motorsport hatte Formel E, sagt King Bronco. Das ist interessant. Siehst du, das wusste ich auch noch nicht. Genau. Und wenn gar nichts mehr geht, lieber Kalle, dann erzähle ich einfach eine gute Nachtgeschichte. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Der Suzuki Swift hat gleich mal den schwachen Moment hier zum Überholen genutzt. Oh, wir sind bereits in der letzten Runde. Ich soll ja auch nur Top 3 werden. Das reicht eigentlich. 2 wäre cool. 1 wäre auch drin gewesen mit ein bisschen mehr Konzentration. Aber den. Oh, Regen? Oh, dann müssen wir aber mal den Scheibenwischer anmachen. Das war dann schon mal ein kleiner Vorgeschmack, vermutlich, auf das, was denn da noch so kommt. Aber das war das Schmuckstück, in dem wir gerade unterwegs waren. Ist das nicht wundervoll? Alrighty. Also, ich warte immer auf Ladezeiten, aber es gibt keine auf der PS5. Es ist einfach immer wieder faszinierend. Könnte wahrscheinlich schon doppelt so weit sein, wenn ich mal rechtzeitig den X-Knopf drücken würde. Gut, damit war es immerhin der Silberpokal. Geben wir uns erstmal damit zufrieden. Und für den Fortschritt der Kaffeemissionen reicht es auf jeden Fall. Zockerhol, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinguckst. Und wir gehen zum nächsten Rennen. Ach so, ja, genau. Es sind ja, glaube ich, drei Rennen in dieser Meisterschaft. Also höchste Konzentration, es ist noch nichts verloren. Es ist schließlich der Highspeed Track Day. Rennen Nummer 2. Rundenanzahl 2. Ah, jetzt kommt Regen. Das war der Vorgeschmack auf Rennen Nummer 2. Alles klar. Stimmt, ihr habt vorhin schon darauf hingewiesen, dass das jetzt kommt. Und wir gehen direkt rein. Oh, lass uns überraschen. Unser erstes Regenrennen. Hoffentlich haben wir Regenreifen drauf. Das ist ein KM. Das ist das Regenradar. Ups, ups, Entschuldigung. Regen scheint auch in nächster Zeit erstmal nicht aufzuhören. Vielleicht sollte ich bremsen. Was richtig cool ist, ich meine, das ist wirklich nur so eine Kleinigkeit, aber ist das Prasseln des Regens auf dem Autodach. Das hört sich, ich weiß gar nicht, wie fein ihr das hört, aber es hört sich richtig stark an. Auch der 3D-Sound, dass ich hier rechts dann quasi nicht nur das andere Fahrzeug höre, sondern auch die Gischt, die das andere Auto aufwirbelt. Okay. Da bin ich tatsächlich ein bisschen rausgerutscht. Im Moment lässt sich es noch ganz gut handeln. Aber wir sind natürlich auch relativ human und langsam hier unterwegs. Junge, das mal gut. Also, wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Aber wie gesagt, das ist noch kein Supersportwagen, mit dem wir hier unterwegs sind. Also, das fühlt sich noch an wie eine gemütliche Kaffeefahrt am Freitagabend. Obwohl Kaffeefahrten am Freitagabend wahrscheinlich eher selten sind. Am besten gefällt mir tatsächlich das Prasseln auf dem Autodach. Das ist fantastisch. Komfortmittel ist das. Alles klar. Marcel, danke dir. Hätte ich die Reifen wechseln können? Hätte es sinnvollere Reifen gegeben? Oder hätte Würstchenkette? Ich weiß es nicht so genau. Ah, jetzt hört der Regen auf. Ihr seht den Regenradar rechts unten. Die Regenfront ist in diesem Moment verschwunden. So schnell, wie sie gekommen ist. Und jetzt trocknet die Strecke ab.
Mal sehen, ob dann eine Runde jetzt groß was passieren wird. Aber es kommt zumindest kein neues Wasser hinzu. Paki fragt gerade, ob denn... Oh, Moment, ich sollte vielleicht mal auf die Kurve achten. Oh, da kommt wieder der Regen. Und tatsächlich, da kommen die nächsten Regenwolken. Alles klar. So schnell kann es gehen. Ob denn der Unterschied der Fahrdynamik zu ACC immer noch so extrem groß ist? Ja. Also ich muss sagen, dass sich GT7 wirklich deutlich angenehmer anfühlt. Gerade auch in den schnelleren Fahrzeugen. Ich habe zumindest auch das Bauchgefühl, was ja auch schon ein paar andere bestätigt haben, dass das Fahrverhalten in der Kurve deutlich nachvollziehbarer ist und nicht mehr so ein wirres Gerutsche und Reifengequietsche. Das ist auf jeden Fall spürbar besser geworden. Es ist deutlich nachvollziehbarer. Aber ACC fühlt sich schon noch deutlich anders an. Aber kannst du jetzt mal bitte aus dem Weg gehen? Du wolltest nicht hören. Du wolltest nicht hören. Da musst du spüren. Also, letzte Runde, Ladies and Gentlemen. Zweiter im ersten Rennen. Oh, der Atenza zieht jetzt hier gerade an. Mist, ich wollte gerade sagen, hier könnte tatsächlich ein Sieg drin sein. Jetzt rutscht er zurück auf den dritten. Das ist ja unglaublich. Und ich vermute, es liegt nicht daran, dass die KI so stark ist. Ich glaube nicht. So, jetzt hier ab durch die Steilkurve. Ich glaube, das ist ein Track, der mit richtigen Rennwagen richtig Spaß machen kann. Hier schön durch die Steilkurve durch. Und es bleibt beim zweiten Platz, Ladies and Gentlemen. Ich meine, ich muss nur Dritter in dieser Meisterschaft werden, um die nächste Stufe freizuschalten. Aber ein bisschen kränkt mich das ja schon in der Ehre. Aber wir haben einen sehr schnellen Brasilianer dabei. Er sagt gerade auch nochmal, dass das mit den Sony-Kopfhörern auch sich nochmal richtig gut anhört mit dem 3D-Sound. Ja, ich bin auch, was ist überrascht, wie heißen sie, bin ich jetzt total bescheuert, also meine Güte, das Astro A40, richtig altes Ding, was ich jetzt schon auf dem Kopf habe, die waren schon von Anfang an immer ein sehr gutes Surround-Headset, das hat sich eben auch klasse angehört. Aber ich glaube dir das sofort, dass die Original-Kopfhörer bestimmt auch nicht verkehrt sind. So, zweiter Platz im zweiten Rennen. Das war's dann auch. Na gut, immerhin. Hätte schlimmer laufen können. Wir gehen auf jeden Fall weiter durch und sie waren insgesamt Nummer 2. 9000 Credits. Einige Kilometer aus tägliche Training drauf. Oh, und wir haben 2, 3 neue Fahrzeuge, Ladies and Gentlemen. Ist hinter einer Tür der Zonk. 1, 2 oder 3. Gleich ist es vorbei. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Das sind bloß die 3 Optionen, die man kriegen kann. Das ist quasi... Ist das dieses Roulette, von denen alle reden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den schönsten erwischt, finde ich. Der Swift Sport 2017 ist doch ein schickes kleines Auto. Kalle schreibt gerade, er hat denselben Fehler gemacht. Ist doch immer schön zu wissen, dass man nicht der einzigste Doofe auf dem Planeten ist, oder? Mir geht's andauernd so. Ich finde das herrlich. So. Ein ausgesprochen schönes Konfetti, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Und dann stürzen wir uns weiter. Die Aufgabe haben wir zumindest mal erfüllt. Es geht zurück ins Café. Ja, die Silbermedaille da unten, die kränkt einen natürlich ein bisschen. Da müssen wir irgendwann nochmal ran. Vielleicht ja, vielleicht nee. Und es geht zurück in unseren gemütlichen Treffpunkt. Luca, herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz beim Renntag auf dem Highspeedring. Brand Central hat jetzt geöffnet. Im Brand Central können Sie Serienmodelle und Rennwagen aus dem 21. Jahrhundert kaufen. Schauen Sie auf jeden Fall vorbei. Das hört sich gut an. Der Tsukuba Circuit ist ebenfalls für die Weltkartenstrecke freigeschaltet.
sowie der Suzuka Circuit und Brand Settle, unsere persönliche Einkaufsmall. So, Menübuch Nummer 5 steht ebenfalls bereit. Japanische, was war das, Fronttriebler? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was schwimmt denn da im Glas? Schwimmt da was im Glas? Was ist denn in diesen Gläsern drin? Katzenköpfe? So, dann gucken wir nochmal ins nächste Menübuch. Genau. Japanische FF-Sportwagen. Front. Was steht denn das zweite F? Joe sagt gerade, hast du eigentlich schon Lizenzen fertig? Ja, tatsächlich nur die erste Stufe. Die erste Dings. Also wie gesagt, ich habe erst 3,5 Stunden und bin relativ langsam. Jenny, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich. Letztens habe ich schon gedacht, Mensch, Jenny, was ist denn mit Jenny los? Ich habe mir schon fast Sorgen gemacht, aber ich hätte auch einfach mal Daniel fragen können. Jenny, das freut mich ja mega. Schön, dass du reinschaust. Sehr, sehr cool. Frontfahrzeug, genau. Frontmotor und Frontantrieb. Ah. Die geballte Fachkompetenz ist auf jeden Fall wieder da. Sehr cool, vielen Dank. Dann würde ich doch mal sagen, starten wir rein. Es gibt 3 Fahrzeuge zu bekommen. Den Suzuki Swift Sport haben wir bereits. Ach so, ja, die beiden anderen, die wir gerade im Roulette gesehen haben, die können wir uns dann jetzt ganz einfach erfahren. Also, wir haben nichts verloren. Für dieses Menü müssen Sie japanische FF-Sportwagen sammeln. Front-Front-Sportwagen. Das sind Autos, bei denen der Motor vorn, Front, montiert ist und dieser die Vorderräder antreibt. Also Front-Front. Japan, nochmal, Japan hat viele spaßige FF-Sportwagen. Sammeln Sie die 3 Autos auf dem Menü und kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Nice, nice. War schön, oder? So lernen wir gemeinsam dazu. Und Brand Central ist er. Wollen wir mal ganz kurz in Brand Central reingucken? Wollen wir? Komm, machen wir mal. Ich habe das Gamepad in die Hand. Nur mal ganz kurz in die Shopping Mall. Sarah, das ist Brand Central. Brand Central bietet neue Autos aus der ganzen Welt mit Baujahr 2001 und später. Es werden über 50 Automaten angeboten aus den USA, Europa und Asien. Mann, ist die schnell! Einige Marken haben auch eigenes Museum. Was ist denn los? Sarah! Alles gut. Wir haben es nicht eilig. So. Martin, schön, Sie kennenzulernen, KBTV McRive. Ich bin Martin, Ihr Autoberater. Wenn Sie mehr über ein Auto erfahren möchten, helfe ich Ihnen sehr gerne weiter. Amerika, Europa, Asien. So, da unten haben wir noch die Partner, Michelin, BBS und Brembo. Gucken wir doch mal. So, die wichtigste Frage, ist der Dodge Challenger in Gran Turismo 7 enthalten? Ich weiß, alle interessiert diese eine Frage und wir werden wieder enttäuscht. Wir werden wieder enttäuscht und es sind einfach 1:1 dieselben Wagen wie GT Sport, oder? Ja? Den mag ich. Na, immerhin, ein Charger Hellcat. Gut, hätten wir auch die wichtigste aller Fragen geklärt. Das war jetzt einfach nur mal pur unsere Information. Aber wir können wirklich mal gucken, wenn wir andere Rennen fahren und immer dieselben langweiligen Kisten haben, dann gehen wir lieber mal in Brand Central oder auf den Gebrauchtwagenmarkt und gucken mal, was es so gibt. Oh ja, ich wollte noch mal ganz kurz in die gebrauchten Autos reingucken. Es gibt doch auch legendäre Fahrzeuge. Ich wollte mal sehen, woran man das erkennt. Ich bin doch wieder im Café, oder? Ich wollte nicht ins Café. Gebrauchte Autos. Die redet so schnell aus Angst, dass die Capture-Card wieder ausgeht. Ganz genau, Buggy. Ganz genau. Andi, hallo. Sie hören bestimmt gerne, dass wir neue Autos da haben. Ja, aber klar. Ach, siehst du mal, hier könnte man sich direkt auch die beiden kaufen, dass man die Mission nicht fahren muss. Ist natürlich auch eine Idee. Mal gucken, gibt's hier irgendwas Lustiges? Oh, der Pantera ist ausverkauft. Wieso stehen hier eingeschränkt lieferbar und ausverkauft? Ist das ein Zeichen dafür, dass das irgendwie legendäre Autos sind? Oder sieht man das irgendwo? Was denkt ihr? Ist das ein Zeichen? Zur Wunschliste hinzufügen.
So, Kai schreibt gerade, in der Garage unter Geschenke findest du das Roulette. Ah, danke für die Info. Paki hat einen schönen neuen Elver Turbo gesehen. Oh ja, der ist wirklich schick. Leistungspunkte 449. Was haben wir denn? Warte mal, ich muss mal ein bisschen... Gut, am Ende ist ja ziemlich egal. Wir wollen ja eh irgendwie alles haben. Ich will im Moment bloß kein Auto kaufen, was ich später vielleicht geschenkt kriege. Da bin ich noch zu geizig im Moment. Und die Kohle da oben brauche ich für richtige Sportwagen. Deswegen, ich werde mir jetzt hier nicht irgendeinen Schrott holen. Außer ihr seid da komplett anderer Meinung. So, gucken wir mal ganz kurz in die Garage. Oh, Geschenke. Das sind die Roulettes. Ja, alles klar. Das sind ihre Geschenke. Wenn Sie ein Geschenkticket erhalten, können Sie es hier gegen Objekte eintauschen. Also Autos, Teile, Credits und so weiter. Ich bin gespannt, was Sie bekommen. So, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Achso, kann ich eh nicht beeinflussen. Na dann. Der kleinste Geldhaufen. Was bedeutet das? 2000 Credits. Okay, alles klar. Ja, kann ich die auch einfach wieder zurückgeben? Ja. Naja, ist doch ganz nett. Kostenloses Glücksspiel sozusagen. Jetzt gehen die Bohrmaschine. Nein, sie fällt wieder aus. Sie fällt wieder aus. Ah, sie ist wieder ausgefallen. Verflixt, verflixt. Das Komische ist, sie leuchtet nach wie vor. Also sie ist an. Aber zu eurer Info, ich habe 10.000 Credits bekommen. Zur Beruhigung. Kalle sagt auch gerade, gibt keine Kohle für Autos aus. Die kommen von selbst. Naja. Also jetzt bin ich langsam, ich will nicht sagen genervt. Eigentlich bin ich sogar tiefenentspannt. Ich hoffe auch ihr einigermaßen. Könnt nebenbei irgendwas machen, was interessanter ist. was machen wir denn mit dieser blöden Karte jetzt hier? Ich habe jetzt echt keine Lust, jetzt hier umzubauen. Ne? Es ist eigentlich nicht der große Akt, wenn wir mal ehrlich sind. Wir probieren das jetzt, okay? Wir halten uns jetzt mal ganz tapfer an den Händen. Ich gehe auch nicht weit weg. Ich hole jetzt wirklich mal... Also, ach ja, wisst ihr, was das Witzige ist? Ich sehe ja das Bild nach wie vor auf dem Fernseher. Das heißt, die Capture Card funktioniert. Sie schleust ja das Signal durch, sonst würde es nicht beim Fernseher ankommen. Es ist die Übertragung zum PC. Ist das Kabel vielleicht im Arsch? Ist hier irgendwie ein Wackler drin oder sowas? Ehrlich, wenn man die Kabel, die wackeln alle. Wenn die bloß anfasst, wackeln die schon. Kann das was damit zu tun haben? Das Übertragungskabel? Was passiert denn, wenn ich das Übertragungskabel ausstecke und wieder einstecke? Wenn ich jetzt beim Kundenservice anrufen würde, würden sie sagen, haben sie auch das Originalkabel verwendet? Vermute ja, ich habe keine Ahnung. Das ist halt ein schwarzes Kabel, Mann. Okay, ich probiere es nochmal ganz kurz. Ein letzter Versuch, die Kiste neu zu starten. Und dann hole ich wirklich die andere Capture Card. Wie gesagt, die ist auch nicht weit weg. Mal auf den Blödsinn habe ich nämlich morgen nicht nochmal Lust. Wir schaffen das. Es ist doch gar kein Problem. Es ist bloß ein bisschen nervig. Ich glaube, ich muss hier wirklich beim Strom trennen und nochmal neu anschließen. Nee, okay, das tun wir uns dann nicht an. Das macht dann keinen Sinn. Dann hole ich jetzt wirklich auf die Schnelle die andere Capture Card. Dann tauschen wir das einmal aus. Das müsste ja eigentlich geschmeidig gehen. Hier.
Das Schmuckstück hier. Aber wie gesagt, wenn das Problem dann wiederkommt, wissen wir, es ist die Capture Card. Also probieren wir es einfach mal aus. Es ist ja auch nicht so, als wäre ich komplett unvorbereitet. Ich habe die Dinger ja alle extra hier mit Klettverschlüssen ausgestattet, dass ich sie schnell mal abmachen und woanders hin montieren kann. Dabei jetzt aber irgendwie den Deckel an der Elgato abgerissen. Nee, ist nicht abgerissen, der ist bloß, draufgesteckt, alles halb so wild. Hoffe ich. Ja, genau dafür habt ihr eingeschaltet, oder? Die beste Unterhaltung am Freitagnachmittag, Abend. Kriegt man denn das jetzt da wieder rein? Immer schön, wenn man es schafft, irgendwas rauszurupfen, aber kriegt es dann nicht wieder hin. So, komm, Boom, Ebner hofft, das ist nicht die Joggingpeitsche von Beat the Beast. Das könnte sogar sein, aber sie ist mindestens einmal gewaschen worden. Der Deadhunter, wunderschönen guten Abend, fragt, ob ich HDR aktiviert habe. Also im Fernseher ist es zumindest an, aber die PlayStation oder GT7 hatte vorhin... Ach so, meinst du, dass es damit was zu tun hat? Ich glaube, die PlayStation hat vorhin angezeigt, HDR deaktiviert. Deswegen, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ich verstehe auch nicht gerade, was hier mit diesem Ding los ist. Okay, wir lassen es jetzt einfach weg. Wir brauchen jetzt nicht zwangsläufig diesen Deckel. Das können wir immer noch machen. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir hier wieder ein Bild herkriegen. HDMI out. HDMI in. Und wir haben noch irgendwo ein USB-Kabel, was für Strom sorgen sollte. Das Schmuckstück ist hier. So. Die leuchtet, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja genau, wenn es nicht klappt, dann zeige ich euch einfach ein bisschen die Wohnung. Die Man Cave kann ich euch theoretisch sogar zeigen. Kannst du zumindest mal kurz mal hell machen. Da wollte ich ja auch nochmal was machen. Da sieht man zumindest so ein bisschen was. Ne? Bisschen unscharf. Aber hier ist quasi, das da ist mein Gaming-Regal. Da stehen die alten Spielekonsolen drin. Das sind meine beiden Relax-Sessel. Dahinter ist der Fernseher. Hier, Moment, da ist der Fernseher. Der andere Fernseher. Und das sind meine noch ein bisschen Hi-Fi-Nerd-Regale. Aber das nur am Rande. Das wollte ich euch mal in einem separaten Video zeigen. Könnte am HDR liegen, mein Dan Hunter. Aber gerade das Ding, dieses 4K, Dingster, Bumster, Elgato, ist, glaube ich, gerade das ist in der Lage, 4K durchzuschleusen. Sollte es sein. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Wie gesagt, Capture-Karte kurz gewechselt. Schnell nochmal umstellen. Hier kennt er natürlich gar nicht. Hier kennt er natürlich gar nicht. Ach, willkommen in meiner Welt. Kurz nochmal überlegen, habe ich das so richtig gemacht hier? In. Ach nee, Blödsinn. Nee, warte mal. Ich habe es natürlich genau verkehrt rum. Willkommen bei den Profis. Meine Güte, bis man sich hier erstmal durchwurzelt. Ja.
Ach, in den letzten Jahren haben wir schon so viel Blödsinn zusammen erlebt, würde ich mal sagen, und so viele technische Probleme gelöst. Ich glaube, ihr merkt doch daran, mittlerweile bin ich da einfach deutlich entspannter. Ich lasse mir davon nicht mehr die Laune verderben. So, lass mal gucken. Out geht an den Fernseher. Genauso soll es sein. So, das probieren wir jetzt einfach nochmal. Gerät wird erkannt. Game Console, das sieht schon mal gut aus. Und ich habe zumindest schon mal ein Bild. Jetzt braucht ihr nur noch eins. Ich glaube, wir sind jetzt endgültig an den Punkt gekommen, wo ich wohl OBS nochmal neu starten muss, denn das ist dann leider so. Also, ich bin nochmal ganz kurz weg. Da muss ich wohl einmal OBS. Also ich habe auf jeden Fall ein Bild, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber warte mal kurz. Ich mache hier mal kurz die Einstellung, dass das hier passt. Aber das passt soweit alles. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht noch irgendwas völlig Blödsinniges gemacht habe. So, letzter Versuch und dann werde ich einmal OBS neu starten müssen. So kriegt man den Arm auch rum, ne? Nee, taucht nicht auf. Okay, alles klar. Dann bringt das alles nichts. Moment, eine Idee habe ich noch. Nee, habe ich nicht. Gut. Ja, der Greenscreen, ja, weil ich gerade die falsche Quelle ausgewählt habe. Also, ich starte nochmal kurz OBS neu. Das heißt, der Stream ist dann kurz weg. Ich schreibe in den Chat rein, wenn ich wieder da bin. Das dürfte wahrscheinlich nicht mal eine halbe Minute dauern. Dann einmal kurz die F5-Taste drücken, den Stream aktualisieren. Und dann sind wir sofort wieder für Sie da. Bis gleich.